Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, freue mich auch, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid und dass man sich einfach interessiert, was macht die Europäische Union. Und nach dem Seth Becher ist das halt nicht so einfach. Gell? Er hat gesagt zu mir heute 2 Minuten, 3 Minuten ungefähr, wenn wir brauchen. Ich habe jetzt auf die Uhr geschaut, du warst über 20 Minuten da draußen und hat schon eigentlich Wirklichkeit einen Vortrag gefallen, jetzt weiß ich zwar nicht, was ihr noch einmal macht, aber nein, es gibt noch sehr vieles über die Europäische Union zu erzählen und zu reden. Aber es ist ganz wichtig, dass man, ich habe mir eigentlich ganz anders vorbereitet und das sehe ich jetzt schon alles vorweggenommen, kann ich nur sagen, wie ich das mitkriege, wenn ich draußen in den Betrieben bin, wenn ich draußen mit Lehrlingen rede, wenn ich mit Erwachsenen rede, die mir erzählen eigentlich, was können wir von der Europäischen Union erwarten, die tun ja nichts für uns. Das erste mit des Öfteren. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz Beispiel, weil wenn ich jetzt die Karfreitagsregelung hernehme, zum Beispiel nur, eine Karfreitagsregelung, was unsere Bundesregierung zunichte gemacht hat, wo die Europäische Union mit einem EuGH-Urteil, vielleicht wird sie heute noch darüber reden, ein EuGH-Urteil mehr oder weniger was gemacht hat, was sie gesagt haben, diskriminieren darf man niemanden in dem Land. Und es soll für alle der Feiertag, dieser Karfreitag für alle ein Feiertag sein und nicht nur für die Evangelischen und für die Altkatholiken und so weiter. Und dort muss ich ganz ehrlich sagen, da hat einfach bei uns dann mit dem nationalen Gesetz die türkisblaue Regierung einen Strich durch die Rechnung gemacht und ist hergegangen und hat gesagt, okay, wir nehmen einfach alle anderen den Feiertag weg, die was gehabt haben bis jetzt dann. Und es gibt keinen Feiertag. Und ich glaube, das wäre ein schönes Beispiel gewesen, was die Europäische Union leistet, was die Europäische Union macht, was für Gesetze, dass dort beschlossen werden, wie die EuGHs ausschauen, diese europäischen Gerichtshofurteile ausschauen, was da mehr oder weniger auf uns zukommt. Aber das haben wir leider Gottes selber zunichte gemacht in unserem Land, weil nationale Gesetze noch immer manchmal irgendwo drüber stehen und die dann trotzdem noch was schlechter machen können, als was wir gewohnt sind oder das, was wir eigentlich von der Europäischen Union erwarten können. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.